Herzlich willkommen zum Let's Play War Thunder, zum zweiten Part von diesem geilen Free-to-Play-Flugspiel. Hier haben wir wieder Deutschland mit meiner schönen Bomberstaffel. Oh, es gibt sogar viele Server für Level 2. Also Level 2 für Deutschland und... Nee, Grundlevel Level 2, glaube ich. Und Deutschland ist fast Level 7. Und es sind gerade richtig viele Server online. 20 Server konnte man eben sehen, nur auf Deutschland. Da war schon echt viel. Und ja, wieder der gleiche Modus wie gestern, die gleiche Map, glaube ich. Okay, nicht allzu so geil, aber naja, muss ja sein, ne? So. Ja, ist doch schön. Oder ist das die gleiche Map? Ich glaube nicht. Naja. Heute wieder erster Tag Schule am 6.01.2014. Ich könnte zusammenbrechen. Erster Tag wieder, oh mein Gott. Boah, ich könnte zusammenbrechen, wenn ich schon diese Lehrer sehe, ey. Ich krieg da einen Nervenzusammenbruch. Den nichts besseres zu tun haben, als Hausaufgaben aufzugeben. Man ist schon in der Schule und muss sich das reinziehen und dann geben die ja noch Hausaufgaben auf. Nein. Ich denke nur nein. Warum? Haben die nichts Besseres zu tun, als die Kinder zu quälen? Kannst zusammenbrechen, ey. Dann muss ich noch so ein Referat halten, ey. Ich glaub's ja nicht. Aber zum Glück habe ich bald Geburtstag und hoffe, ist dann mein Glückstag, dass ich endlich mal Geburtstag habe, dass das Referat gut wird. Also sonst breche ich hier komplett zusammen. Dann gehe ich in die Psychiatrie und lass mich dafür immer einweisen. Allerdings keine Schule, muss ich dann so eine Gummizelle rumhocken. Ist doch auch geil. Keine Schule, schön Gummizellenparty. Will doch jeder. Naja. Boah, guck mal, wie gut wir sind. Leute. Boah, wie lame ist der Bomber. Junge, der hat bestimmt erst 300 Meter geschafft. Breche echt jetzt zusammen. Und jetzt kommt hier so ein schöner Hacker wieder, schießt mich mit zwei Schüssen ab. Wie das hier jeder macht in diesem Spiel. Aber Hacker gibt's ja nicht, denn was für ein Aimbot soll es hier wirklich schon geben? Oh ja, jetzt hau ich mal tonnenweise Bomben rein. Oh! Jetzt gebe ich den. Gar nicht mal so schlecht. Ich muss sagen, gar nicht mal so schlecht. War nicht schlecht. Man konnte was reißen. Aber ich habe nicht alle zerstört. Könnt ihr in den Kommentaren schreiben, wie euer erster Tag war in der Schule? Oder wenn ihr euch zusammengerissen habt, das zu überleben. Oder ihr seid irgendwelche Spießer und liebt die Schule. Wenn ihr eine Nerd seid und nichts Besseres zu tun habt, als den ganzen Tag in der Schule zu hocken und sich da einen runterzuholen. Sorry, Husten. So. Hol ich mal vor so einen Japaner wieder ab. Schon so ein Hacker wieder. Wenn ich da wieder mit drei Schüssen platt mache, will ich auch nichts Besseres zu tun haben. Naja, ich bin gerade erst eine Stunde aus der Schule draußen. Muss irgendwie eine halbe Stunde oder 40 Minuten mit dem Bus fahren. Und dann dachte ich mir mal gleich, lade ich ein Part hoch. Warum denn nicht? Bei diesem geilen Spiel. Wirklich ziemlich geil ist. Ja, und da guck dir den mal an. Da brenne ich schon wieder. Das ist doch nicht mit deren Ernst. Naja, drei Kills. Ist dann noch okay. Kann man mit leben. So, jetzt mach ich den Typen nieder. Jetzt mache ich ihn nieder. Ich suche ihn und stecke ihn irgendwo hin. So, was ist der hier? Hm? Was? Siehst du das? Oh, in der Killliste sehe ich nicht mal seinen Namen. Jetzt habe ich ihn verfolgt. Egal wo er ist. Aber der sieht doch gut aus. Ein schnelles Flug, das ich versuche zu zerstören. Boah, erster Tag in der Schule und kann nicht reden, ja. Bin ich mit deren Ernst. Also,
Ich finde, würde ich die Regierung von Deutschland sein, würde ich mal sagen, ein Jahr Ferien für die Schüler, um die sich zusammenreißen können, nach einem Jahr wieder in die Schule zu gehen. Man hält es ja nicht aus. Oh, da stört er schon wieder! Mann, was ist denn das? Ist das zu behindert, um hochzuziehen? Meine Fresse! Im echten Leben kann man das so runterziehen und dann sofort wieder hochziehen. Oh nein, der ist ja zu bekloppt dafür! Reg ich mich schon wieder viel zu sehr auf. Minimal, Leute. Boah, warum schießt mein Pilot? Hier ist doch kein Gegner in der Nähe. Doch. Oh, bin dumm. Das wusstet ihr wahrscheinlich schon. Wo ist der? Ich liebe das Spiel wirklich, aber bei so ein Scheiß gerade. Jetzt kommen die hier schon, eine Base von uns und wollen uns hier niedermachen. Ja, Überlastung 7G, YOLO. Ist ja noch eine gute Höhe. Wo ist denn der? Brech hier gleich zusammen, Alter. Ja, warum drehst du dich? Ja, da wird mir ein Flugzeug angezeigt, aber viel zu spät. Viel zu spät. Versuche ich ihn jetzt zu erwischen, ey. Versuche es mal. Aber wahrscheinlich komme ich gar nicht so hoch. Weil das Flugzeug zu scheiße ist. Warum reg ich mich eigentlich auf, ne? Sieh hoch, komm schon. Komm schon. Bisschen höher noch. Den schaffen wir. Ich werde ihn verfolgen. Niedermachen. Komm schon. Nein, zieh doch nicht wieder runter. Okay, ich muss einen anderen Bomber das nächste Mal nehmen. Da auch 5 Kilometer fliegen kann. Aber mit denen geht das nicht. Und mal ein bisschen Sturzflug. Alter, selbst wenn Sturzflug geht, da kommt runter. Das gibt's doch nicht. Wie langsam ist ein Bomber? Ich dachte, so ein Bomber schafft eine gute Strecke. Auch wenn er ziemlich fett ist und so. Aber dass sie so lame sind, Alter. Ich glaube, im nächsten Part werde ich USA nehmen. Und dann werde ich dann mal, weil USA ist meiner Meinung nach bekannt für Jäger. Und dann werde ich wahrscheinlich die nehmen, weil die müssen auch mal ein paar Level-Ups kommen. Aber naja. Nein, mach keinen Sturzflug, Dürke! Oh, Junge. Ey, Leute, die nicht gekillt werden von jemandem, die machen einfach mal Sturzflug auf dem Boden, ey. Das sind die größten Noobs. Da könnte ich mich in jedem Spiel aufregen. Zum Beispiel in Shootern, wenn man die abknallen will, dann bringe ich selber um. In Flugspielen stürzen die ab, aus Fun. Hat auch nichts Besseres zu tun. Und ja, in anderen Spielen machen die gleichen Scheiß. Ja, Sackgesicht, Alter. Boah, der hat mein Motor erwischt. Und mein Flügel und meine, wie soll ich sagen, Rotorblätter, da jetzt mal. Ey, nee. Ein Triebwerk ist ausgefallen. Heck doch woanders, Mann! Kannst bei deiner Mutter hacken! Nein! Du erwischst mich nicht. Deine Mutter zu schlecht ist dafür. Ich kämpfe weiter wie ein Mensch. Nein. Und das ist immer so, immer wenn man landen will, Sturzflug, dann bringen die einen noch um diese Drecksäcke. Ey, was soll ich denn dagegen machen, wenn ich von vorne, von hinten, von der Seite, von unten, von oben komme? Da kann man ja nichts mehr machen. Und jetzt lacht der sich da schlapp bestimmt. Und holt sich dabei runter, wie ich hier abgekratzt bin. Boah. Ja, klar, Mann. Junge, eine 9-2er KD. Ja, zum Glück hat er seine Geschwindigkeit auch schon verloren, der kleine. Gewisst schon, ne? Gewisst schon. Warum? Darüber beschweren sich schon welche aus dem Channel-Team. Warum ich mich immer so brutal aufrege. Das frage ich mich auch jeden Tag. Ich reg mich in der Schule auf, für den Lehrer, die einen Abschluss bekommt, also einen Schulabschluss von 3, irgendwas, weil einen besseren braucht man nicht, um ein Lehrer zu sein. Und dann grinsen sie da rum, um die Kinder zu quälen, dass sie schön Hausaufgaben tonnenweise aufbekommen, weil die auch nichts Besseres zu tun haben. Dann lachen die zu Hause nochmal einen ab.
Boah, Junge! Ist das dein Ernst? Boah, ich mach dich nieder. Junge, ich bin gerade erst gespawnt und schon greift der Kleine mich an. In your face! Dachtest du, kannst du mich wieder angreifen, ne? Dachtest du, aber ich dich wohl perfekt erwischt. Du kleiner Homo. Lucky Shot, da danke. Boah, weil er mich krass hinten erwischt hat, ist es richtig schwierig mit denen zu fliegen. Tempo verringern, okay. Hey, Junge, ich flieg doch nur 100. Wenn er jetzt kein Deutsch kann, ich bin auf dem deutschen Server und alles, wenn er jetzt kein Deutsch kann, dann soll er in einen Channel oder in einen Server gehen, wo es in seiner Sprache ist, weil das verstehe ich nicht. Die machen Server für Leute mit einer anderen Sprache. Und warum zieht er nicht nach unten? Ist das Flugzeug so bekippt? Ich werde jetzt landen. Zieh hoch! Nein! Hat er mich so krass? Hat er mich so krass erwischt, dass ich jetzt gar nicht mehr lenken konnte? Das ist krass. Das ist krass. Wirklich, das ist krass. Er hat mich perfekt am hinteren Ruder erwischt, sodass ich nur noch so minimal lenken konnte. Und deswegen konnte ich ihn gerade, also den, der auf mich zugeflogen ist, auch nicht mehr erwischen, weil das Visier nicht mehr da hingezogen hat. Das war jetzt krass. Das war krass. Aber wie wir verlieren, das ist ja auch nicht mehr normal. Das ist ziemlich krank. Erwisch ihn doch. Es explodiert, aber manchmal ist es so, wenn ich schon raufgekommen bin, kann man trotzdem noch Punkte machen, indem man die einfach mal abschießt, aber der ist explodiert, also ging das nicht mehr. Boah, ich kann mit einem Bomber ohne Bomben nicht mal Schaden auf so einem Panzerwagen machen. Ein bisschen armselig. So, den nehme ich jetzt hoch. So, sehr schön. Wenn nicht nur mal um die Panzerwagen zu zerstören oder wenn die Zeit noch ausreicht. Oh, ich habe eine positive KD 5-4. Naja, nicht gut, aber ein schwieriges Flugspiel. Geht nicht immer. Geht wirklich nicht immer besser. Nicht immer. Vielleicht kommt jetzt, während ich jetzt versuche, die zu snacken, kommt jetzt irgendein gegnerisches Flugzeug und bringt mich um. Den habe ich perfekt erwischt. So, jetzt habe ich eine richtig positive KD eigentlich. Ja, dachtest du, Noob, ne? Nein, die gehen alle nur auf mich. Bär. Boah, das hat den No-Scope nicht mal erwischt. Ey, das ist doch nicht mehr normal. Die gehen alle nur auf mich. Das ist Hacker oder was? Denkt der, der ist unsterblich, weil er seinen Namen hat? Er ist nicht unsterblich. Da habe ich ihn gesnackt. Also erwischt. Den versucht. Oh nein, Triebwerk ausgefallen. Notlandung! Oh, das wird eine krasse. Junge, das ist so scheiße. Die müssen doch mal denken, dass ich versuche. LOL!
Der ist bei mir reingeflogen. Das nenne ich Opfer. Und warum schießt mein Flak nicht? Und alleine schießt es, ne? Alter, das hat jetzt Punkte gebracht. Leute, das müsst ihr zugeben, das hat Punkte gebracht. So, kurz wenden und versuchen wieder zu starten. Das ist ein guter Trick. Der funktioniert ziemlich oft. Junge! Funktioniert ziemlich oft. Flugzeug? Hallo? Okay. Kurz warten, dass er keine Geschwindigkeit mehr hat. So. Gut. Jetzt möchte ich es so eingestellt haben, dass man wieder nochmal starten kann. Junge! Nicht zur Seite ziehen! Okay, Leute. Das war jetzt ein bisschen bescheuert. Okay, mit ein... Okay, das verstehe ich. Ein Motor ist ausgefallen. Und dadurch kann man natürlich, weil hier einer fehlt für die Geschwindigkeit, kann er nur zur Seite ziehen. Okay, das ist logisch. Aber die Runde haben wir eh verloren. Naja. Okay, es war eine recht gute Runde, meiner Meinung. Oh, neue Sachen kaufen. Schönen neuen Kühler. Ne, neues Flugwerk. Richtig gut. Richtig gut. Na, dann würde ich sagen, das war's für diese Runde. Wir sehen uns im nächsten Part. Hat viel Spaß gemacht, meiner Meinung. Und ciao.